Mission abgeschlossen. Nötige Landeerlaubnis. Willkommen zu Hause. Hier muss ich keine Kerze für Sie anzünden. Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axis-Quadranten, in dem Sie waren, verlässt. Sie können landen. Eine Holobotschaft für Sie, Admiral. Admiral, schlechte Nachrichten. Es gab ein Sicherheitsproblem. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herbst des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind Sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Blair ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant, uns zu verfolgen. Was sonst? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich. Soll er doch weiter versuchen, uns zu fangen. Und? Was gibt's Neues? Talvin. Er war es die ganze Zeit. Dieses Schwein. Ich hatte ihn in Verdacht. Junge, ich habe doch in dem Schiff so ein komisches Ding gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Zu diesem Zeitpunkt sollte man vom Unmöglichen ausgehen. Das Baby hat eine ganze Menge drauf. Man kann damit ein Großkampfschiff, ein Haus, vielleicht sogar eine ganze Station hochgehen lassen. Aber es kommt noch viel besser. Es funktioniert von innen nach außen. Hört sich irre an, oder? Nicht für mich. Ich kenne ihre Wirkung. Sie heißen Flashpacks. Wann haben... Wie viele haben wir davon? Nur die eine. Aber ich könnte in der Woche ein paar basteln. Wir haben keine Woche Zeit. Es heißt Vesuvius. Gegen ihre Manövrierbarkeit und Beschleunigung haben wir keine Chance. Das stimmt. Ich habe die Konstruktionspläne gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie es so schnell fertig kriegen. Es nimmt Kurs auf den üblichen Jump Point im Solarsystem. Ein so großes Schiff hat keine Wahl. Aber ein Schiff unserer Größe hat andere Möglichkeiten. Wir kürzen den Weg durch das Ella-Stern-System ab und quetschen uns durch diesen Jump-Point. Womit Tolvin niemals rechnen wird. Weil in dem System eine konföderierten Superbasis ist. Ja, so ist es. Unsere Verletzung des Luftraums wird für Wirbel sorgen. Das Schlimme ist, dass Ella dicht bevölkert ist. Also starten wir einen Präventivschlag. Flyers hat uns von der Scheibe erzählt. Das Flashback? Dann werden wir Tausende von Zivilisten töten. Die Superbasis ist nicht vom Rest des Systems isoliert. Wir können den Krieg nur verhindern und Millionen von Leben retten, wenn wir Tolvin gefangen nehmen. Ich schlage vor, dass wir die Superbasis zu einem Kampf im All provozieren. Gegen ihre Streitkraft werden wir niemals ankommen. Na gut, es wird ein harter Kampf. Aber das Flashback einzusetzen und absichtlich Zivilisten zu töten, ist moralisch nicht vertretbar. Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Das Flashback wird auf keinen Fall eingesetzt. Wir versuchen, sie abzuhängen. Hören Sie, das ist die allerletzte Chance. Das Flashback wird eingesetzt. Das ist...